Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit der YZFR 125 und auch nach wie vor noch mit Papa Litt. Wie lange ist es her? Oder was? Erstmal, was war dein erstes Motorrad? Der 50er Herkules. Das muss so 1975 gemacht. 1975 und seitdem bist du gefühlt auch, glaube ich, nie wieder richtig was Kleines dann irgendwie gefahren, oder? Danach war gleich eine 57er vor, eine Honda. Ja, und als ich kann mich so dran erinnern, du hattest irgendwann noch eine Suzuki gehabt, glaube ich, und eine Yamaha auch, ne? Ja, das war danach, habe ich eine Boldor, eine 900er gehabt, eine R100S, eine BMW und dann eigentlich gar nichts mehr. Gar nichts mehr, ne? Dann die Bandit. Ja. 1200er und 1000er Yamaha, diese Dragster. Ja, genau. Und jetzt hat er ja eine Yamaha MT-10, auch schon jetzt länger. Er sagt selber, er ist immer noch verliebt, beziehungsweise jedes Mal auch wieder neu verliebt in das Bike. Mir gefällt sie auch tatsächlich noch besser, nach und nach. Also der Motor ist heftig, das Bike sieht ultra geil aus und die werde ich aber heute fahren. Du hast jetzt die Ehre, ist scharf. Dieses Schätzchen einmal zu fahren. Bei der R1 hat es ja leider nicht so gut funktioniert von der Sitzposition. Och scheiße, Luki, das kannst du vergessen, da kann ich nicht mitfahren. Aber hier sollte das eigentlich funktionieren. Doch, das geht. Wichtig, keine Traktionskontrolle, ne? Also ein bisschen aufpassen, da könnte sein, dass das da hinten ein bisschen wegrutscht. Und dann driften wir. Ja, ja, klar, genau. Dementsprechend, ich bin mal mega gespannt, wie das für dich ist, so ein Teil zu fahren, weil, ich meine, du bist jetzt ja Biker, aber es gibt da seit letztem Jahr diese B196-Regelung und es gibt viele. Wie alt bist du? 62 demnächst. 62 demnächst. Im Titel steht bestimmt 60, machen wir dich ein bisschen jünger. Es ist für viele vielleicht ja auch interessant, die jetzt so einen B196-Schein sich umtragen lassen. Ich weiß nicht, irgendwie geht das ja neuerdings. Und so ein Bike fahren dürfen. Und dementsprechend bin ich jetzt gleich mal gespannt. Wir sind im Sena verknüpft und ich würde sagen, wir springen jetzt mal direkt auf die Straße. So, mal hier ein kurzer Soundvergleich. Das ist dieser wunderschöne R1 Motor. Oh, so Papa. Und jetzt du einmal. ist schon, muss man ehrlicherweise sagen, klingt der hier schon heftiger. Aber ich habe schon Bock auf das Bike hier, Papa. Wenn du irgendwann nicht mehr willst. Ich nehme die. Ich bin auch gerade eine gute Mischung hier, glaube ich, irgendwie aus Touringfahrer mit Tankrucksack und Rucksack. Oh, und das ist bequem. Und Lederkombi. Voll ausgestattet hier. Gut. Ja, dann fahr doch mal vor. Es ist sehr leicht und wackelig, das Motorrad. Ist das geil. Oh, ich muss mich auch mal erstmal wieder dran gewöhnen. Ja, warte mal, da muss ich mich jetzt erstmal dran gewöhnen. Frag mich mal, ich bin die ganze Zeit 125er gefahren. Was denkst du, wie ich jetzt hier gleich am Gas packe? Oh. Gas, Gas, Gas! Ja! Und schalten! Oh Gott, die Tausender hier geht direkt voll. Oh mein Gott, ist das herrlich. Alter! Ich kann auch gerade nicht mehr richtig fahren, weil ich gebe einfach viel zu doll über Gas. Jetzt kannst du hier richtig einfach laufen lassen. Alter, ohne Scheiß, ich komme gerade nicht klar. Für ich fahr Vollgas! Ja, geil! Und hier auch mal was Witziges, ich weiß gar nicht, ob wir das im letzten Video erwähnt haben. Ich sehe nur deinen Tank hier schon wieder, Papa. Also hier von dem Knieschloss und so ist das aber gut. Ja, ne? Und auch der Beinwinkel ist so gut. Ich finde, man sitzt eine gute Mischung aus sportlich, aber noch bequem. Ja. Ziemlich hoch. Ja, aber du kannst immerhin drauf sitzen. Auf der R1 ging das ja irgendwie fast gar nicht. Ja, das ist ja auch Mörder gewesen. Ja, aber man gewöhnt sich aber recht schnell an das Gas, muss ich sagen. Hier bei der hier. Gas. Ja, aber bei der MT10 zum Beispiel, ich gebe immer so ruckartig Gas gerade. Das ist immer ein bisschen komisch. Ja, da muss aufpassen, dass du runterfällst, wenn du im zweiten Gang bist. Also tatsächlich, wenn man pennt und du drehst dann dran, dann ruckt das gewaltig. Aber ganz bescheuert sieht es gar nicht aus, Papa. Ich fahre mal gleich, wenn es wieder geradeaus geht, mal an die Seite links und schaue mich dich mal an. Aber es fährt sich gut, oder? Ja, total leicht. So, warte mal, kommt da ein Auto? Nee, guck mal, jetzt kann ich mal hier kurz. Ja, es sieht in Ordnung aus. Also,
Man kann das gar nicht so beschreiben. Ich finde, man sieht das jetzt von außen auch nicht unbedingt, wie sich es auf so dem Ding anfühlt. Man hat schon das Gefühl, dass man häufig sehr viel Gas geben muss. Oh. Boah, hier ist ja auch richtig lecker, ey. Überall ja. Dreck auf der Straße. Wahnsinn. Warum bist du früher 50 Kubik angefangen? Also warum bist du Motorrad gefahren? Einfach weil es günstiger war und Auto und so gab es da noch nicht so für dich? Nee, weil ich noch nicht 18 war. Ja, das natürlich auch. Da war das Motorrad oder das Kleinkraftrad war das erste. Mofas gab es da noch gar nicht. Ja. Die kamen erst später. Was hattest du als zweites Bike? 50er 100. Ja, okay, die ist natürlich gleich deutlich schneller als das hier. Aber diese Herkules, die 50er, die kann man hiermit nicht vergleichen, ne? Das ist, also... Nee, eigentlich nicht. Aber ich sag mal, bin ja neulich diese 250er, das Leihmotorrad gefahren. Ja. Und das sind dann aber nochmal Welten zu dem hier, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall, ich sehe sie jetzt ja auch mal von außen, auf jeden Fall, wenn man einen kurzen Kennzeichenhalter hat mit kleinen Blinkern, ja. Da sind ja echt so riesige Blinker aus 1970 noch verbaut. Wäre das Nummernschild so groß? Ja, das ist irgendwie richtig komisch. Wir haben irgendwie beide kleinere Nummernschilder, ne? Ja. Aber das Straßenverkehrsamt gibt irgendwie vielen Bikern nur noch so diese großen Dinger. Das ist wohl irgendwie so eine neue Größe. Richtiger Quatsch, richtig hässlich auch. Gib mal jetzt Gas. Ah gut, du bist auch im sechsten Gang, ne? Du bist auch, oder im fünften Gang. Aber ohne Scheiß, findest du auch, dass die Bremse ein bisschen mehr sein könnte? Ich habe noch gar nicht gebremst, glaube ich. Geil, ey. Richtig geil. Aber die blauen Felgen kommen gut, muss ich sagen. Die sehen echt hübsch aus. Ach, auch so. Sag mal hier, so das Display und so, das sieht gut aus. Sie haben das ja alles so ein bisschen an die R1 angelehnt, ne? Ja. Und ich finde, man sieht es schon, auch der Tank und so vorne, der hat hier so geile hier, sowas wie hier, diese wie heißen die? Nieren? Nieren, wie komme ich denn auf Nieren? Kiemen. Das sieht auf jeden Fall ganz hübsch aus, muss ich sagen. Die Spiegel gefallen mir auch nicht so, das hast du auch gerade eben gesagt, ne? Ja, aber das habe ich jetzt erst gesehen. Aber sagst du, wenn du früher als 16-jähriger Papa litt, da wäre schon geil gewesen. Ey, da wärst du der King. Ja, auf jeden Fall. Auch mit den Lampen vorne und so. Ach so, die sieht richtig hübsch aus hier. Die sieht richtig, richtig hübsch aus. Fahr vor, Vater. Alles gut. Ich muss erstmal hier wieder mich an die MT10 gewöhnen. Das ist also natürlich ein Leistungsunterschied von, weiß nicht, 150 PS oder so. 145. Guck mal, da kommt eine schöne 1290. Das war auch... Ah nee, das ist eine GT. Bist du auch mal Probe gefahren? Nee. Erinnerst du dich da noch? Die 12, ja. Die sind wir zusammen Probe gefahren. Stimmt. Boah, das mit der Kupplung ist immer hier. Da musst du einfach die Kupplung. Yes! Gas! Bei der Kupplung, die musst du einfach reinlassen. Einfach loslassen. Einfach loslassen und Gas. Also ja. Für einen Anfänger auf jeden Fall auch super easy zu handeln, finde ich. Ja. Ich glaube, mir wäre es nur, ich weiß nicht, vielleicht sehen das ja auch Leute, die echt sowas wie so diesen B196-Führerschein machen. Ich weiß halt nicht, ob Leute mit so einem B196-Schein langfristig glücklich werden. So, das also ich wäre damit glücklich, ungefähr 2 Stunden. Ja, oder? Weil ja. Aber ich bin, kenne ja auch das andere. Ja, guck mal, jetzt kommt ja auf jeden Fall noch ein kleiner Kurvenpart. Da bin ich mal gespannt, aber vermutlich bei dem Speed und so, was wir jetzt auch hier fahren, da willst du... Wobei, es fährt sich schon anders um die Kurven als eine MT10, ne? Gerade weil der Lenker ja auch anders ist. Der ist ja nicht so breit. Boah. Auf jeden Fall höre ich den Motor. Ja, ne? Man hört ihn. Aber nur, wenn man drauf sitzt. Ich höre ihn bei dir gar nicht. Nee, sei ja. Ja, du musst mal deine MT10 musst du mal hören, Alter. Die klingt fett. Und was auch ein Problem ist tatsächlich, ja, schaffst du es? Überholen mit 125ern ist schon schwierig. Ist schon nicht so leicht. So, guck mal, Papa, jetzt kannst du dir mal deine MT10 anhören. Oh, geil! Habe ich mir gedacht. Ah, da war eine MT10. Überhol mal, Papa, überhol mal. Auf letzte Rille anbremsen, wie immer. Geil. So.
das Ding ist, du brauchst gar nicht irgendwie, oh, machst du sowieso das nicht. Das war scheiße. Hä? Da war zu viel Drehzahl, glaube ich. Mit der MTC fährst du sportlich um die Kurve. Ja, das ist gewinnungsbedürftig. Oh, das ist ehrlich, geil. Aber wie viele Jahre fährst du schon Motorrad? Weil wenn ich dich hier auf der MT10 sehe und ich fahre ja, bin ja auch schon jetzt mit dir ein bisschen gefahren. Naja, mit Pausen seit 1974 oder so. Und bist ja auch schon extrem viel gefahren. Ja. Und ich bin jetzt mit dir auch schon ein bisschen gefahren und ich fahre ja dafür eigentlich noch viel, viel kürzer. Aber du fährst ja eigentlich echt gut Motorrad. Also du hast da ja schon ein Gefühl für. Aber wenn man auf so einer 125er sitzt, dadurch, dass die halt echt nur 140 Kilo wiegt und einfach sich komplett anders fährt. Also ich muss ja sagen, sicherer fühle ich mich auf der MTC. Ja, ja. Aber das, wenn du jetzt mit der ein bisschen länger fahren würdest, ja, dann würdest du dich ganz schnell dran gewöhnen. Das fühlt sich nur gerade total ungewohnt an. Genau das hatte ich auch gehabt. Aber ja, du, auf der MT10 hast du noch ein gefühlt ein bisschen... Ja, das ist halt, ja, wobei die 125er ist auch ein vollwertiges Motorrad, so ist es nicht, ne? Aber, ich glaube, man kann der aber viel mehr tun, als ich das mache. Ja, ja, auf jeden Fall. Selbst ich bin doch vorhin in meinem Video, in dem ersten Video, ich habe wirklich da Vollgas durch die Kurven gefahren und das ging auch noch. Interessant wäre es echt mal irgendwie auf so einer richtigen, aber was ist so Schwarzwald. Aber jetzt Meter zu Meter für den Motor drauf. Ja, ja, das ist einfach nur so ein bisschen Eingewöhnung, glaube ich. Also einfach nur... Ja, ein bisschen erstmal damit klarkommen. Gut, ich werde dann hier gleich mal anhalten. Mach mal, sagst du, reicht dir jetzt. Also sagst du, geht gut. Ja. Aber dennoch würdest du jetzt, angenommen zum Beispiel im B196 Führerschein, würdest du doch lieber einen großen Lappen machen, oder? Sofort. Ja, ich denke auch. Ja. Aber ich bin überrascht, muss ich jetzt sagen. Es ist nicht ganz schlecht. Nee. Nein, Digga, das ist gar nicht schlecht. Das ist total cool. Nur, ich bin ja sowas noch nie gefahren vorher. Und wie gesagt... Du hast jetzt ja auch ein großes Motorrad, ne? Also ja, von daher ist es ja auch... Aber ohne Scheiß. Da, und ich glaube, wir waren vorhin an einem Kaffeetreff noch. Wenn du die Bikes... Wobei, wenn ich sie so sehe, dann weiß ich schon, okay, 125er. Wenn ich sie nur von vorne angucke, sieht sie schon normal aus, sage ich mal. Aber ja, wahrscheinlich ist es der Hinterreifen einfach. Der Hinterreifen, der es dann halt dann wieder zu einem kleineren Bike macht. Und halt dieser Endtop. Aber das können auch 250 oder 400 Kubik sein mit dem Hinterreifen. Ne? Ja. Das ist dann letztendlich auf auch jeden Fall. Aber zusammengefasst einfach ein mega schönes Motorrad. Ich bringe die jetzt wieder zurück zu Dunkelütt. Wenn ihr das Bike oder andere Bikes, hat der ein Radio da drin. Der hat einfach ein Radio. Ja, gleich dann neben dem Fernseher. Aber finde ich eigentlich ganz geil, mit Mucke so bestrahlt zu werden. Aber gut, hab das ist ein anderes Thema. Habe ich bei meiner BMW auch gehabt. Sehr, sehr schön. Also, das soll es mit dem zweiten Straßenvlog, Motovlog mal wieder gewesen sein. War ja in letzter Zeit viel Rennstrecken-Content. Es kommt auch ein bisschen was anderes von der Straße. Und wenn ihr so ein Ding Probe fahren wollt, bei Dunkelütt, yamaha-sh.de, könnt ihr die auch einfach kostenlos online per Probefahrt-Formular da ausfüllen und dann könnt ihr die Probe fahren. Also, sehen wir uns im nächsten Video, Papa. Dich sehen wir auch bald wieder. Danke fürs Fahren. Alles klar. Für deine Meinung. Auch eine schöne, was ist denn das, Supermoto? Und wir sehen uns im nächsten Video. Teilzerstrecke hier. Und ciao.